Guten Tag, meine lieben Zuschauer, und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video. Pflanzen gegen Zombies. Planet vs. Zombies heißt es. Nee, heißt es nicht, aber ich bin doch. Boah, auf jeden Fall habe ich das Spiel schon sehr, sehr lange mal auf dem Handy gespielt. Und es ist wirklich ein Spiel, was sich auf jeden Fall lohnt, auf YouTube gezeigt zu werden. Und ja, allein schon aus dem Grund habe ich mir gedacht, spielst du es doch mal auf YouTube? Ist wirklich geil, und weil ich gerade in Heyday und Mobile Strike und alles eh nichts machen kann, habe ich mir doch gedacht, machst du Pflanzen gegen Zombies. Und das Spiel hat auch eine Kampagne, also Level, und die sind auch verdammt schwer, muss ich dazu sagen. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, die Maus auszublenden, und ja, das haben wir dann jetzt so gemacht. Es ist die Maus nicht mehr zu sehen zum Starten. Antippen. So. Erstmal gediegen eine Werbung rein. Gib deinen Namen ein. Mein Name ist Julian und ich werde das Spiel hier rocken. So. Plants vs. Zombies 2. Ah, Plants, deswegen komme ich da drauf. Ah, jetzt ergibt Sinn. Hab das Spiel ja auch bei Origin gekauft. Das ist das Beste. Abenteuer. Warum ist das eigentlich so stumm? Hallo? Haus von Julian. Ich würde das auch gerne mal mit Sound machen. Hä? Nee, warte mal. Das sieht jetzt total bescheuert aus in der Folge, aber ich sehe das jetzt gerade mal gar nicht an. Ich weiß nicht, ob man das in der Folge hört, ich hoffe es. Sicher habe ich ja aber gar nicht eingesehen. So. Ich mache jetzt natürlich eine Pflanze. Okay. Dann sammeln wir unter den Sonnen. Jo. Ich hoffe, dass das flüssig läuft, weil wenn da viele sind, dann ist es nicht allzu flüssig. Bin ich blöd, ja? Noch ist es auf jeden Fall sehr, sehr einfach. Nachher kommen dann irgendwie Baseballspieler, so ein Typ, der tanzt, dann kommen ganz viele Zombies um ihn rum, das ist krass. Nachher. Da oben ist dann immer dieser Zombie-Kopf, der sich da bewegt, wie weit die Welle ist, wenn ich das richtig weiß. Und ja, ist wirklich sehr, sehr cool. Spielt so heutzutage wahrscheinlich gar keiner mehr, aber ich denke, es gehört auch zum Mobile-Channel und es macht verdammt viel Spaß. Letzte Welle. Man kann nachher auch Sonnenblumen machen, die dann Sonnen ausspucken. Weil da, oder ich weiß nicht genau, wie das war, aber auf jeden Fall entweder davon kommen mehr Sonnen runter oder sie droppen Sonnen. Da ist nämlich die Blume, von der ich sprach. So. Gib dir einmal extra Sonne. Ist cool. Haus von Julia. Da steht es da jedes Mal. Ich hoffe, dass man den Sound hört. Ich kann es jetzt gerade nicht lauter machen. Wenn, dann ist es in der nächsten Folge auf jeden Fall lauter. Genau, die droppen die. Das ist cool. Desto schneller kannst du Samen einpflanzen. Ja, das ist mir klar, irgendwie. So, ich weiß nicht, ob ich das Spiel komplett durchspielen werde hier auf dem Channel. Aber ja, mal gucken. Brains. So, drei Sonnenblumen. Ich denke, das passt für die ganze Welle hier. Das ist low. Yo. Ich glaube, deswegen hatte ich den Sound ausgemacht, weil es mir ganz gleich gediegen wieder auf die Eier geht. Der Sound. So. Aber wir können eigentlich schon chillen, dann baue ich hier vorne Sonnenblumen dran. Und denke, da passiert nichts. Ja, so, was uns da das Genick brechen wird.
Da gehe ich jetzt mal gerade ganz stark von aus. Hoffe ich zumindest. So, hier, dann setzen wir hier nochmal einfach so den vor. Und dann ist es sehr, sehr unanspruchsvoll. Wie lange diese Folgen hier werden, das kommt immer drauf an, wie der Level ist. Ja, kommt schon recht ein bisschen anspruchsvoller. Aber natürlich gar kein Problem für Mobile Gaming TV, ne? Der kann das ja alles. Guckt euch das mal an. Jetzt wird's problematisch. Denke ich jetzt mal. Ja, der war flankt zum wie Scheiße. Ich habe immer die Sonnenblumen am Anfang immer als Abwehr benutzt. Das war super. Vor allem, wenn die immer vorher gestorben, hast du noch die Sonnen davon abgesammelt. Oh yeah! 150, Alter. Das ist so teuer. Sprengt alle Zombies in einem Bereich. Okay. Es ist natürlich sehr praktisch. Das sollen wir jetzt natürlich anscheinend direkt benutzen. Ja, okay, so, so. Vielleicht wenn ich die ersten 100 zusammen habe, geht's richtig los. Ja, sag ich doch. Nur ist die Mucke irgendwie entspannt. Scheiß. Ich farm einfach eben 100 zusammen. Die eine werde ich dann vorne positionieren, dass ich dann drei Blumen hinten habe, die mir dann mehr Sonnen liefern. So, dann werde ich das so machen. Und dann dahinter schön Sonnenblumen, weil nachher wird es richtig problematisch. Ich habe die gerade da hinten gesehen. Das wird nicht super gleich. Ich wird sehr voll. Ich hoffe auch, dass ich das vor allem überlebe, denn so eine fette Masse, dagegen kommt einfach so eine Blume meistens nicht an. Ja, gleich die Verteidigung stärken. So, vier Blumen werden reichen, denke ich mal, für die Menge. Eben dieser Zombie da mit dem Hütchen drauf, auf dem Kopf, der wird gefährlich. Der läuft erstmal ganz gediegen, dann fällt ihm der Helm erstmal abwärts und dann geht's richtig los. Also, ne, dann läuft er einfach nochmal weiter, als wäre nichts. Deswegen ist er so gefährlich. Weil wenn davon mehrere auf einmal kommen, dann bist du meistens heftig geliefert. So, deswegen war es auch wichtig, dass ich mir so viele Blumen jetzt hier baue. Oh, wie knapp das wird. Brauche ich die jetzt mal dahin. Hoffentlich ist das hier nicht zu langweilig. Wenn ja, dann entschuldige ich mich dafür. Aber macht mir halt Spaß. Also eigentlich muss ich mich dafür auch nicht rechtfertigen, ne? Es ist übrigens kostenlos im App Store. Der Link, guck ich mal, ob ich den hinkriege. Der wird dann in der Beschreibung unten stehen. Und ja, wieder mit so einem netten Text. Wie ich das ja immer mache. Und ja. Ganz gediegen einfach vorne eine Blume setzen. Macht man eigentlich nicht. Wehrt Zombies ab und schützt deine Pflanzen. Ja, der macht, den setzt du da vorne und da ist das wie eine Barrikade. Dann greifen die Zombies ihm an. Also für eine gewisse Zeit kommen die dann halt da nicht durch.
Ja, dann wird der halt kaputt gemacht und in der Zeit hast du halt, ja, können die dahinter halt gut auf die Zombies ballern und meistens rettet der dir auch heftig gut den Arsch. Ist so. Der wird dann später auch noch sehr, sehr wichtig sein. Hätte ich den jetzt als erster gesetzt, hätte ich schon so gut wie verloren gehabt. So, so. Brain. Wollte gerne erstmal hier überall diese Baller Blumen. Ja, das ist eine Beschreibung, die überbonzen ist, ne? Warte lieber noch. Ja, da kommt nämlich einer. Setz die übrigens extra so weit nach vorne, dass ich dahinter richtig alles voller Sonnenblumen später haben kann. Das wird nämlich, denke ich mal, später noch sehr, sehr wichtig sein. Guck, da fängt es schon an, jetzt problematisch zu werden. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Mhm. Ich pflanze jetzt hier gleich einen Scheiß, Alter. Der ballert ihn jetzt erstmal über den Haufen. Dass sie das verstärken, das war mir ja schon ziemlich klar. Ist ja normal. Kriege ich ja mehr Sonnenblumen, um mich halt, ja, abzuwehren. Logischerweise. Ah ja, die App hat sich geschlossen. Kann man machen, aber es sind 12 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn das mehr so sein sollte, dann kann ich es ja leider nicht weiterspielen. Aber gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video von Mobile Gaming TV. Ich bin raus. Ciao.